Hallo zu meinem heutigen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte mich erstmal bedanken bei über 50 Abonnenten. Das ist schon mal so ein sekundärer Ziel. Das ist schön, dass sich so viele Leute sich für diesen Linux-Kanal interessieren von mir. Und jetzt möchte ich gleich mal direkt aufs Verschlüsseln eingehen. Und zwar bietet Ubuntu ab der Version 12.10 bei der Installation, hier seht ihr es gerade mal, ich zoome mal rein, die Möglichkeit, die neue Ubuntu-Installation zur Sicherheit verschlüsseln. Das heißt, ihr könnt schon bei der Installation eurem Linux mitgeben, verschlüsselt die Festplatte. Das macht bei einem Desktop-Rechner zu Hause weniger Sinn. Eher bei Notebooks oder bei mobilen Geräten ist es sehr sinnvoll, dass man seine Daten verschlüsselt. Zwar geht es ein wenig auf die Leistung, die man fast nicht verspürt, je nachdem, was für ein System man natürlich hat. Wenn man eh schon ein sehr, sehr altes Notebook hat und alles verschlüsselt, da kann das schon mehr ins Gewicht kommen, wie jetzt bei einem aktuelleren Modell. Aber so ab Dual-Core-Modelle und, sage ich mal, aktuellen Festplatten, da würde ich euch raten, eure Festplatte zu verschlüsseln. Je nachdem, wenn ihr nämlich mal euer Notebook verliert oder es wird euch geklaut, kommen die bösen Jungs an die Daten entweder gar nicht dran oder sehr, sehr schwierig. Manchmal lohnt sich dann der Aufwand nicht, je nachdem, was für eine Person ihr seid. Wenn ihr natürlich in der Politik seid, dann habt ihr schlechte Karten. Da kann ich mir vorstellen, dass die Jungs dann so gut sind, dass sie auch gezielt euer Notebook oder euer Gerät geklaut haben, um eben die Daten auszuspionieren. Jetzt nochmal ein Punkt, eine Idee, und zwar, es geht auch hier um USB-Sticks. Ich zeige es hier mal kurz in die Kamera. Jeder hat sie in verschiedenen Größen und ich bin ein Meister, der USB-Speichersticks verliert. Also ich verliere bestimmt jedes Jahr mindestens 2 oder 3 Sticks und habe jetzt auch schon mittlerweile mich daran gewöhnt, keine wichtigen Informationen auf USB-Sticks zu installieren. Auch habe ich zum Beispiel mit 50 GB Speicherplatz in der Cloud Dropbox. Auch da mache ich nur Dinge drauf, die nicht wichtig sind oder die jeder sehen darf oder kann von mir aus. Die würde ich jetzt auch bei Facebook posten. Aber wichtig ist es wirklich, auch wenn ihr in die Dropbox was hochladet, verschlüsselt es, macht einen Container, macht eure Daten da rein, gibt ein gutes Passwort ein und wenn es jemand anders sehen soll, dann könnt ihr das Passwort über Telefon oder sagen wir per SMS vielleicht senden und der oder diejenige kann dann den Container öffnen und die Dateien sich anschauen. Das am Rande mal so einfach ein Ratschlag. Ich schließe mal dieses Fenster und was für ein Tool brauchen wir, um USB-Sticks unter Ubuntu ja, zu verschlüsseln. Dazu geht ihr auf die Seite, ups, ich noch mal vom zweiten Monitor meinen zweiten Fenster rein, geht auf die Seite TrueCrypt.org und ladet euch dieses runter. Leider habe ich TrueCrypt bis vor kurzem nicht in Ubuntu Software Center gefunden. Das heißt für euch, da müsst ihr euch mal manuell dran wagen, ist aber wirklich auch ein Kinderspiel, läuft sehr, sehr automatisiert. Man muss nur den Terminal öffnen und der Rest ist eigentlich sehr, sehr simpel. Ihr kriegt das bestimmt hin. Ansonsten mache ich auch mal ein kurzes Video dazu. Und ich stecke jetzt einfach mal meinen USB-Stick in meinen Rechner. So, drin ist er. Der hat übrigens 16 GB. Sobald ich den USB-Stick eingestöpselt habe, seht ihr, dass hier das Intenso USB-Speichermedium geöffnet wird und wir haben momentan keine Daten hier drin. Und ich werde jetzt hingehen und sagen, ja, TrueCrypt, es reicht schon, dass ich TR eintippe und schon haben wir hier dieses Fenster. Und wir wollen ein Volumen erstellen. Leider ist die Benutzerfläche Englisch, aber selbst mein Englisch ist nicht so gut und ich komme damit klar. Dann sage ich sage, erstell mir ein, dann kommt diese Box, das öffnet mir immer im zweiten Fenster, ich ziehe es immer hier rüber. Ich nehme die erste Option, ich verstelle da nicht sehr viel.
Wir wollen ein Standardvolumen erstellen und jetzt können wir hier den Bereich eingeben. Wir gehen in Intenso, geben einen Namen, einfach mal Container. Ihr könnt dann einen anderen Namen dafür geben. Ich gebe einfach mal Container ein und sage Speichern. So, wir wollen keine Historie abspeichern. Keine Ahnung, was es auch wirklich bedeutet. Es spielt keine Rolle. Hier haben wir die Art, wie wir es verschlüsseln möchten. Wir haben das AES. Also hier seht ihr, dass hier sehr, sehr viele Verschlüsselungsarten sind. Ich nehme mal das voreingestellte AES, gehe auf Weiter und jetzt wird mir praktisch von der Software gefragt, wie groß denn ich den Container haben möchte. Je nachdem, wenn es nur Textdateien sind, die ich da ablegen möchte, dann reichen mehrere hundert MB locker aus. Aber wenn es dann halt mal Videodateien werden oder sogar mehrere Fotos, dann brauche ich natürlich mehr wie 2, 3 oder 4 GB, je nachdem. Ich gebe hier mal 1 ein und wechsle hier auf 1 GB. Dann seht ihr, dass ich gerade 1 GB einen Container auf diesem USB-Stick erstellen möchte, wo 1 GB hat. Und in diesem Container kann ich dann zum Beispiel Passwörter ablegen oder andere Dinge. Und selbst wenn ich mal diesen USB-Stick verlieren sollte, kann sich meine Angst in Grenzen halten. Denn es müsste wirklich ein sehr, sehr guter Hacker sein, wenn er diese Verschlüsselung dann auch knacken möchte. Wir erstellen jetzt mal, hier tue ich einfach mal ein Passwort erstellen, dass ich einfach nur kleingeschrieben Test benenne, mal sehen, ob TrueCrypt das nimmt. Und wir schreiben nichts. Ja, ich werde hier gewarnt, dass dieses ein bisschen leicht ist, aber es ist ja nur zum Vorführen. Und ja, FAT-File-System, jawohl. Und jetzt wird hier ein Schlüssel erstellt. Ich sage einfach Format. Schon sind wir gleich. Also wir sind demnächst durch. Das geht nicht lang. Und ihr seht eigentlich hier, dass der Container schon erstellt ist. Wenn wir jetzt hier draufklicken auf Eigenschaften, dann sehen wir sogar eben, dass das ca. 1,1 GB groß ist, hier der Container. Und jetzt aufgepasst, wenn ihr den Container. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr so einen Container in eurem System einfügt. Dazu müsst ihr erstmal eben den Container auswählen. Wir gehen auf Intenso und schauen, ob wo der Container liegt. Da liegt er und sagen öffnen. Da wird hier der Pfad eingezeigt und dann sagen wir Mount. Wichtig ist halt, dass ihr hier hinten auch ein Laufwerk dazu auswählt, egal welches hier. Hier kann man mehrere auswählen. Ich nehme mal einfach die 5 jetzt. So, und nachdem ich die 5 genommen habe, sage ich okay. So, ich mounte jetzt das Laufwerk. Hier gebe ich das Passwort für den Container ein. Nachdem bestätige das mit OK. Und wie ihr sehen könnt, wird danach sofort der Container geöffnet. Ich kann jetzt hier beliebige Dateien reinschieben. Ich nehme mal ein paar Bilder. Moment, in meinem Bilderordner. So, und ich ziehe jetzt einfach mal ein Foto hier rein. Und dann vielleicht mein Wallpaper nehme ich auch hier rein. Ich könnte jetzt natürlich auch was mit Passwörtern oder so hier reinmachen, spielt ja keine Rolle. So, und ich sage, nachdem ich das getan habe, schließe ich hier das Fenster und sage hier Dismount. Das heißt, es wird wieder getrennt. Und wenn ich jetzt direkt hier draufklicke, komme ich nicht an meine Dateien. Also der Verschlüsselungseffekt wurde hier gesetzt. Dann sage ich hier okay. Ich komme nur ran, wenn ich eben wieder den Container anhänge. Ich mounte das. Ich habe nämlich hier den Pfad ja schon hinterlegt. Gebe wieder das Containerpasswort ein. Und schon kann ich wieder an meine Daten ran. Also es ist eine ganz einfache Art, seine Daten zu verschlüsseln. Sei es in der Cloud, also auf Dropbox oder anderen Diensten oder auf einem USB-Stick. Wichtig ist zu wissen, dass TrueCrypt für das macOS-Betriebssystem auch frei ist, auch für Windows frei ist und somit ihr auf allen drei Plattformen mit euren Daten umgehen könnt. Das war mir sehr wichtig. Aber
True Crime hat eine ganz, ganz, ganz schwerwiegende Sicherheitslücke. Normalerweise sollte ich das vielleicht jetzt so gar nicht sagen, aber den einen oder anderen wird es bekannt sein. True Crime, das Passwort speichert True Crime in den Arbeitsspeicher. Das heißt, sobald jemand an eurem Rechner kann, der sich auskennt, kann er mit ein paar Befehlen das Passwort auslesen. Dieses Passwort wird vom Arbeitsspeicher nach einem, ohne wenn euer Rechner mal runtergefahren ist, sei es ein Notebook oder so, ist natürlich der Speicher gelöscht und das Passwort ist da nicht mehr vorhanden. Das heißt, ihr seid jetzt am Flughafen, arbeitet mit eurem verschlüsselten TrueCrypt-Container, klappt euer Notebook ab und ihr fährt ihn nicht richtig runter. Er ist so in einer Art Standby, also noch im. Ja, er hat im Prinzip im System noch den Strom, der Speicher wird nicht komplett gelöscht. Wenn es in diesem Augenblick geklaut wird und es ist jemand, der sich wirklich gut auskennt, der kann dann euer Passwort aus dem Arbeitsspeicher rauslesen. Fährt ihr aber das Notebook richtig runter, also ja, dann ist er richtig stromlos, dann besteht die Gefahr nicht. Also, wenn man diese Sicherheitslücke kennt, kann man damit leben, man kann sich da anpassen und damit arbeiten. Übrigens nehme ich dieses Video mit meiner Samsung Go Mic auf. Ich hoffe, die Soundqualität gefällt euch. Wenn nicht, dann lasst es mich wissen. Dann mache ich das wieder mit meinem, ja, Sennheiser Headset. Auf meinem Hauptkanal Mr. Tomiton. Habe ich ein Unboxing und eine Vorstellung von diesem Mic, der ca. 40 Euro kostet. Könnt ihr gerne mal euch anschauen. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, dieses Video war auch für euch eine Stütze oder hilfreich. Wir sehen uns.